Herr Warwick? Herr Stempfle, wenn man mit aktiven sowie ehemaligen Bundeswehrangehörigen spricht, dann erklären die ziemlich unisono, dass Taurus eigentlich nicht ohne direkte Beteiligung von Bundeswehrsoldaten bedient werden kann. Insbesondere wird verwiesen auf das Geländereferenznavigationssystem. Verteidigungspolitische Vertreter der Ampel, vor allem in Grün und Gelb wiederum, erklären und negieren das und sagen, das sei durchaus möglich. Könnten Sie da mal ein bisschen Klarheit schaffen und erklären, ob Taurus tatsächlich ohne direkte Beteiligung von Bundeswehrsoldaten durch die Ukraine vollumfänglich nutzbar wäre? Danke für die Frage und ich muss Sie leider enttäuschen. Wie Waffen zum Einsatz kommen, werde ich hier ganz bestimmt nicht beschreiben. Nachfrage? Aber das hat ja nun wirklich unter Umständen Auswirkungen auf jeden einzelnen Bewohner dieser Republik. Deswegen wäre es doch, glaube ich, für die bundesdeutsche Bevölkerung schon relevant zu wissen, ob mit dem Einsatz von Taurus, den bisher der Kanzler ausgeschlossen hat, der aber in der Koalition ja entsprechend umstritten ist, ob dieser Einsatz möglich ist ohne jegliche Beteiligung von Bundeswehrsoldaten? Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, die man durchaus beantworten kann. Das kann ich Ihnen sogar beantworten in Vertretung für den Kollegen Stempfle, Herr Warwick, auch wenn ich nicht weiß, ob Sie sich an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wenden mit Ihrem Produkt. Aber dann mache ich es trotzdem, sagt der Bundeskanzler, hat das sehr klar ausgeschlossen am Montag. Und insofern herrscht da Klarheit an der Stelle. Und alle weitere Fragen, die sich hypothetisch stellen mögen, braucht es keine Antwort. Könnte eigentlich die Moderatorin, Herr Hebestreich ist Gast hier und beschimpft mein Medium. Das ist ja nun wirklich ein bisschen anmaßend in seiner Funktion. Ich habe keine Beschimpfung, also eine Beschimpfung habe ich tatsächlich nicht gehört. Aber die Regel ist nach wie vor Frage, Nachfrage. Ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, wenn Sie eine Nachfrage haben. Aber die nächste Frage zum Thema hat Herr Brössler. Herr Hebestreit, auch zum Thema Taurus.